Moin Moin und herzlich willkommen zu einer Mod-Vorstellung einer meiner Mods. Ja, heute zeige ich euch das Palettengroßlager. Also, wir können hier in diesem Lager alle Paletten, die es im Grundspiel gibt, lagern. Und was neu hinzukommt, ist einmal die Kuhfutter-Palette. Da ist ganz normales Mischfutter drin, also TMR. Auf der Flüssigkeitsseite kommt Diesel, Gülle, Gärreste, Wasser und Milch dazu. Diese Container können wir auch über den Shop kaufen. Also kannst du mal hier reingehen. Palette kann man kaufen. Ja, wir können hier auf der Seite in der Klappe können wir das ganze Schüttgut abladen. Also Weizen oder Gerste ist ja fürs Hühnerfutter, dann haben wir hier einmal fürs Pferdefutter Hafer, Schweinefutter, das gemischte Schweinefutter, ja, Mischration, Saatgut, Dünger und Kalk. Und wie gesagt, hier auf der Seite haben wir ja schon gesehen, Diesel, Gülle, Gärreste, Milch, Wasser, beziehungsweise Wasser, Milch und Herbizid und Flüssigdünger. Das Ganze können wir natürlich ganz einfach als Schüttgut anliefern. So. Oder wir nehmen uns zum Beispiel ein IBC-Flüssigdünger. Das stellen wir hier rein. Also Palettenannahme ist hier drin, beziehungsweise IBCs können hier abgestellt werden. Weil das zwei verschiedene Trigger sind. Und die Paletten, also die IBCs, funktionieren etwas anders als die Düngerpaletten zum Beispiel, die Big Packs. Die Big Packs können wir ganz einfach hier auf der Klappe entladen. Kann man auch abstellen, läuft dann automatisch von alleine wieder rein. Das zum Schüttgut. Achso, wir können natürlich auch wieder Schüttgut rausholen. Wenn wir jetzt große Mengen brauchen oder unsere Saatmaschine befüllen wollen, fahren wir einfach auf der Seite unter den Trigger. Ja, wir nehmen uns einfach Kalk. Dann kann man sich das hier wieder rausnehmen. Breche das mal eben ab. Dann können wir auch wieder reinfüllen. So, Kalk wieder ins Lager, dann haben wir natürlich noch die Flüssigkeiten. Wir können, na komm, steig ein, können auf der Vorderseite hier vorne können wir das Zeug rausholen. Und hier auf der Hinterseite einlagern. Einfach in den Trigger fahren, abkippen, fertig. Entnahmestelle ist hier vorne. Da können wir einfach mit dem LKW reinfahren oder mit dem Güllefass oder ja, mit der Spritze. Das können wir alles hier vorne machen, in dem Trigger. Was natürlich auch möglich ist, wenn man gerne mit Paletten spielt oder kleine Geräte mit Paletten befüllen möchte, etc. pp. Dann gehen wir einfach hier rein, stellen uns, ich sag mal, ja, wir wollen Kühe füttern. Haben nicht so viele, reicht eine Palette. Stellen uns hier in den Trigger, also jeder Anzeiger ist auch der Trigger davor. Wenn man jetzt da drauf zugeht, einfach R drücken.
Und dann können wir insgesamt 72 Paletten erzeugen. So viele Plätze sind das. Machen wir eben zu und wieder auf. Das geht schneller. Oder wir sagen, ach, wir brauchen mal eben zwei Paletten. Die spawnen dann hier vorne. Der Marker hier vorne, das ist der Spawn-Bereich. Da stehen dann die Paletten drin. Und die Reste kann man natürlich wieder einlagern. Fassungsvermögen ist ziemlich groß, also bietet ziemlich viel Platz. Ich glaube, 10 Millionen für die ganzen Schüttgüter und 100 Millionen für Flüssigkeiten sammelt sich ja auf großen Karten schnell mal an Gärresten zum Beispiel. Ja, ich hoffe, euch gefällt der Mod. Ich hoffe, ihr könnt die Mod brauchen. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran. Ich würde mich über den Daumen nach oben freuen oder wenn ihr ein Follow da lasst, beziehungsweise hier heißt das ja Abo. Ich wünsche euch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.